Jo, ich will dich mal drücken, kleine Schlampe. Kleine Schlampe. Wer ist denn eine Schlampe? Ich bin ein Cowboy. Yippie-yay. Grenzebacke. Yippie-yay. Ich bin falsch. Ich bin falsch. Ich bin falsch. Ich bin falsch. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Outlast. E93 Jovo hier. Und ich muss ehrlich sagen, hallo Freundchen, na? Klopf, klopf. Och, klopfen kannst du nicht mehr. Keine Händchen mehr, wie es aussieht. Jedes Mal, wenn ich eine neue Session mache, so ist es ja so. Ich nehme immer an einem... Ich nehme immer ein paar mehr Videos auf einmal auf. Und wann immer ich eine neue aufnehme, eine neue Session anfange, denke ich mir, ich will nicht, ich habe keine Lust drauf. Echt, dieses Spiel macht mich fertig. Keine Ahnung warum, weil ich meine, ich versuche mir sogar einzureden, es ist nur ein Spiel, mehr passiert nichts. Ich kann unendlich sterben, aber trotzdem. Wer hat das? What the? Was soll denn das? Hilfe! Was soll denn das? Hey, Freundchen, das berührende Figur mit den Pfoten ist verboten. Da kommt aus dem Nichts und tut mir einfach mal eine reinscheuern. Was soll denn dies? Was hab ich denn getan? Opala. Na, kann ich ein bisschen kuscheln? Ich fühle mich auch so allein. Ich möchte hier raus. Lass mich doch einfach raus, ich bin kein Tier, ich bin kein Wahnsinniger. Jawohl, man sagt ja, Feuer mit Feuer bekämpfen. Das heißt, wenn man hier überleben will, muss man selbst mal verrückt sein. Oder zumindest den Vernunft für eine Weile ausschalten. Mal sehen, es heißt, wir sollen... Ist da unten was? Hallo? Folgen im Blut hieß es. Eine gute Idee. Okay, hier geht's nicht weiter. Hüppala. Echt. Ich glaube, es liegt vielleicht einfach an von dem Grafikstil, von dem, was einem hier geboten wird. Bleibt Blutbluss draußen. Ach, ajö, das Blut ist auch noch frisch. Dracula wird sich freuen. Wallrider. Ah, eine Notiz. Das Wort Wallrider tauchte überall auf. Mirkov hat hier ein Experiment durchgeführt, das Projekt Wallrider heißt. Aber die Patienten sprechen von Wallrider, ob es eine physische Präsenz wäre. Ein Geist oder Dämon. Etwas, das sie im Berg gefunden haben. Ich würde es gerne als schizophrene Einbildung abtun, aber ich habe etwas gesehen. Vielleicht. Vielleicht war es eine kleine Störung in der Kamera. Oder vielleicht werde ich auch langsam verrückt. Oh, ich würde mal auf Letzteres tippen. Wisst ihr, was mal lustig wäre? Ich öffne hier einen Spind und dann kommt irgendwas rausgefallen. Eine Leiche oder was ist das denn? Achso, das ist ein Händchen. Folge der Hand. Sie weist dir den Weg. Okay, oh, na super. Das Wetter ist auch bescheiden. Und weiter runter. Wie weiter runter müssen wir denn? Wo geht's denn hier jetzt lang? Bitte nicht in die Kanalisation. Also, mit dem Keller, das war schon schlimm genug. Aber wenn wir jetzt noch in die Kanalisation kommen. Meine Fresse. Das ist ja der zweitschönste Ort in Horrorspielen. Ist das dunkel. Finde einen Weg aus der Kanalisation. Na, dankeschön. Hinten der Kanalisation. Ja, mein Freund, du weißt es schon. Das ist kein schöner Ort, so es geht ganz schnell fort. Denn leider bleibst du nicht verschont. In der Kanalisation. In der Kanalisation. Bin tot. Ich habe keine Lust mehr drauf. Oh Mann. Über. Oh. Hallo? Bist du tot oder am Leben? Achso, das war eine Falte in der Hose. Ich dachte schon, du freust dich, mich zu sehen. Ah, super. Batterien. Rein damit. Wie viele Batterien haben wir eigentlich? 1 von 10. Das heißt, wir haben nur noch eine Batterie übrig. Und wenn die leer ist, dann. Hey, hier geblieben.
dann ist es erstmal düster hier. Düster, düster. Achso, ich bin draußen. Irgendwie versuchen mich zu beruhigen, nur wie? Ach nö. Ach nö, seht ihr das da? Das ist ein Spalt, wo nur ein jemand Dünnes durch kann. Das bedeutet, Chris Walker wird wieder auftauchen. Oh, vertraulich her damit, das lese ich doch gerne. Wallrider, Moment. Dokumente. Da ist das Evangelium des Sands. Mit Bleistift auf die Rückseite eines Aufnahmeformulars geschrieben. Handschrift gleich Schriftstück des Patienten Vater Martin Achim Baut. Das ist also von diesem Pfarrer. Dieser Gott ist real, was wir so lange für Geister, Gespenster, Wahnsinn hielten. Wir haben es nur absichtlich ignoriert. Die Schuppen auf Sauls Augen waren Furcht, und wenn wir hinter sie blicken, sehen wir wahrhaftig. Dies ist das Geschenk des Wallrider, das Evangelium des Sands. Die größte Sünde der Welt besteht darin, Gott absichtlich zu ignorieren, also eine Offenbarung zu erlangen und sie der wartenden Herde vorzuenthalten. Dieser Ort, sich der Erlösung in den Weg zu stellen, ist eine Sünde, für die keine Strafe zu hart ist. Ach, hör mal auf, ihr mit dem Religiösen hier. Was ist das für ein Geräusch? Was ist das für ein Geräusch? Alter, ist das hell. Ich will da nicht hin, wenn da der Walk auf mich wartet. Vielleicht ein kleines Lied schon dran. Im Moment sehe ich ihn vielleicht. Ist er schon da? Also ich sehe nichts. Oh Mann, ich habe keine Lust. Vielleicht sollte ich einfach rennen. Was soll ich hier eigentlich machen? Speichert. Super. Drehe zwei Ventile auf, um das Wasser abzulassen. Oh, hör mir doch auf. Na super, wenn man von der fetten Grinsebacke spricht, da kommt sie auf einen zu. Oh mein Gott. Beruhig dich, Chofo, beruhig dich. Kann es wirklich Liebe sein? Im sanften Abendrot die Harmonie, in tiefster Zufriedenheit ist alles, was wir sehen. Und wenn er sich heute Nacht verliebt, kommen wir nicht drumrum. Die schöne Zeit der Unbekümmertheit ist um, mein Freund. Wie dumm. Okay, Ventil Nummer 1. Ich will mich verstecken. Ich will mich verstecken. Ich brauche... Okay. Okay, ein Ventil haben wir zugedreht. Das heißt, das ist auf der Seite. Das heißt aber... In der Richtung, in der Walker gegangen ist, die fette Grinsebacke, dort muss das andere Ventil sein. Das heißt, wir müssen ihm irgendwie... Aber wie sollen wir an ihm vorbei? Was heißt, wir müssen nochmal in den Mittelteil uns verstecken und dann abwarten, dass er hierher kommt. Wisst ihr, das Gute ist, er hat ein paar so Eisenketten an seinem Fuß. Das heißt, wenn er läuft, klappern sie und das heißt, man hört ihn. Shit! Wo soll ich eigentlich hin? Oh, oh, gut, hier kommt er nicht durch. Hier kommt er nicht durch. Oh, dieses alte Scheusal. Dieses alte verdammte Scheusal. Ich habe eine Batterie gesehen, die war leibig mir ein.
kommt ihr nicht durch. Zum Glück, der kann Eisenschrank und sowas zerstören. Er speichert. Wunderbar. Wir brauchen das also nicht nochmal machen. Benutze die Leiter, um zur unteren Abzweigung zu gelangen. Untere Leiter? Benutze die Leiter? Benutze die Leiter, Luke. Nutze die Macht. Noah, wo ist diese Leiter? Soll ich einfach rennen? Soll ich hier Geronimo wieder eins drauf machen? Wisst ihr was? Ich mach's. Die fette Grinsepacke, die kann mich mal. Schande. Schande. Hallo, ich will dich mal drücken, kleine Schlampe. Kleine Schlampe. Wer ist denn eine Schlampe? Ich bin ein Cowboy. Yippie-yay. Grinsepacke. Yippie-yay. Ich bin falsch. Ich bin falsch. Ich bin falsch. Ich bin falsch. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Hallo. Autsch. Wo geht's hier lang? Doch hier? Nope. Juhu! Kann mir einer sagen, wo lang es geht? Oh. Das ist von Vorteil. Super, letzte Batterie. Hehe. Hehe. Oh ja, da bist du. Ich bleibe hier im Mauseloch. Tja, die Mäuse tanzen halt erst auf dem Tisch, wenn die Katze aus dem Haus ist. Also verschwinde. Okay, da drüben, da ist das Ventil. Aber wo ist die Leiter? Ach so, das war das, was wir am Anfang gesehen haben. Das heißt, wir müssen zurück, oder? Okay. Dann geht's los. Okay, das war das richtige Loch. Ich kipp gleich um, Leute. Ich kipp gleich um. Ihr meint vielleicht, oh, der Joe, der hält was aus. Innerlich bin ich ja schon wieder fast halb tot. Wie weit geht denn das hier? Deshalb konnten wir auch zunächst nicht rein, weil hier das ganze Piesewasser war. Ach, hier ist doch dunkel. Na, da wollte einer schwimmen gehen und hat nicht auf die Haiwarnung geachtet, was? Der kommt doch jetzt nicht hier runter, oder? Okay. Hey, ich würde jetzt auch gern ein bisschen abhängen. High five, Freund, high five. Hüppala. Durch die Kanalisation sollst du fliehen. Hey. Ta, ich passe doch auf das Gas auf. Ich möchte mir nämlich meine Lungen nicht kaputt machen. Das macht schon der Walker für mich. Oh, Schande, Schande, Schande. Und, hoch, hoch. Hey, geh da weg, Freundchen. Geh da weg, ich hab dich gesehen. Das war nicht Walker, das war irgendeiner von den anderen Insassen. Alter, ich zittere wie Espenlaub. Neues Ziel für den Weg aus der Kanalisation. Ah, die Geräusche hören sich ja schön an. So schön. So schön, so schön. Irgendwas wird mich jetzt erschrecken, wenn ich renne, aber ich will ja weg. Ich bin weg. Nope. Tut mir leid, Freundchen. Ich muss mir gerade hier was sparen. Okay. Ich störe euch gar nicht, Leute. Habt einfach nur euer kleines Kaffeegrinsen. Ich wollte nur dem Typen da mit der Taschenlampe nicht begegnen. Warum ist das Wasserrobot? Female Ward. Das erklärt's. Das erklärt's. Alter, Alter. Ich kann gerade nicht mehr. Ich bin erst hier im Spiel und ich bin schon wieder nervlich mit den. Das sind keine Batterien, die brauche ich doch. Ich will nicht. Was war das? Ich geh mal lieber. Warum spiele ich das Spiel? Das ist ja eine Nervenfolter pur. Ja, ich hab gesagt, ich wollte mal wieder ein schönes Horrorspiel spielen, aber sowas ist auch wieder übertrieben. Wo geht's denn hier lang? Hilfe! So hilft mir doch einer! Also ist...
Miep. Miepidi miep. Achso, stimmt, ich kann ja über... Und Türe zu. Ganz ruhig. Hüppe. Flatsch. Okay, wo geht's hier weiter? Wo geht's hier weiter? Na, hoffentlich kommt der Walker nicht, oder? Doch nicht der böse Walker. Ah, da geht's weiter. Schon gut. Ach, nö. Achso, ich habe noch eine Batterie. Dankeschön, stimmt, die habe ich ja vorhin aufgesammelt. Alter, Alter, Alter. Sehe ich da Augen? Sehe ich da was blitzen? Nein, oder ist das meine... Komm mal, ich weiß gar nicht mehr. Oh, Batterie. Dankeschön für das schöne kleine Teil, das meine, was meine Welt erhält. Wo geht's denn hier weiter? Moment, ich stehe erstmal auf. Kann ich mal aufstehen? Ach so, das ist so tief. Moment, kann ich das vielleicht greifen? Nee. Wie komme ich jetzt hier hoch? Hüpp. Okay, das ist alles nur Schrott hier. Schrott und Dosen und alles drum und dran. Geht's hier weiter oder war das nur wie die Batterie? Wo geht's denn hier weiter? Oh, Alter. Ich mach... Achso, ich kann mich gar nicht ducken, weil ich sonst ertrinke. Okay, kann ich vielleicht da hoch? Achso, ich kann mich hochziehen. Hüppala, dankeschön. Achso, das war von der Seite. Dann muss ich da lang. Blubblubblubblub. Alter, Alter. Dieses Spiel macht mich fertig. Da geht auch wieder ein Typi. Alle sind hier am Schlafen und ich renne hier um mein Leben. Das ist nicht der Walker, das ist nicht der Walker. The Walking Dead? Nein, who is the Walker? Das ist der neue Walker. Der macht die toten Walker. Der macht, dass die toten walken. Okay, ganz ruhig bleiben, ganz ruhig, ganz ruhig. Unter dem Meer, das ist alles so viel besser als hier. Ach komm, geh da rüber. Ach man, letzte Batterie. Viel. Alter. Das ist so groß. Okay, ich gehe mal hier den Raum entlang, einfach an der Wand. Vielleicht sehe ich ja was. Vielleicht sehe ich was. Alter, 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 Alter. Alter, ich sehe nichts. Es ist so dunkel hier. Es ist viel zu dunkel hier. Oh nee, ich höre die Ketten. Ich höre die Ketten. Aber kommen sie näher? Oder gehen sie ferner? Wishwalker ist hier. Wie kommt der bitte hierher? Also hier ist nichts an der Wand. Da muss ich hier in die Mitte gehen. Um die Säule herum. Ansonsten muss ich rennen wie von der Tarantel gestochen. Stechen Taranteln eigentlich? Die haben doch... Da sehe ich, glaube ich, was. Oder? Oder bilde ich mir was ein? Bin ich schon so verrückt, dass ich hier mal sehe, dass ich meine, dass ich was sehe? Muss ich das Ventil drehen? Ist es das vielleicht? Nein, das ist nichts zu tun. Oh, okay, das sieht nach was aus. Oh, er ist ganz nah. Hey, nein, 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 nein! Oh, 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 oh. Ich bin gerade im Kommen. Ich bin gerade im Kommen. Ich bin weg, Freundchen. Tür zu. Und ich bin weg. Hey! Alter. Autsch! Nein, nein, ich will nicht. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Schande. Schande. Ach, natürlich. Wir gehen noch tiefer. Da wir ja schon nicht tief genug sind. Speichert. Ich will wissen, dass ich sicher bin. Okay, folgen wir mal. Erliegen wir dem Gruppenzwang.
Okay. Okay. Okay, meine Lieben. Mail Ward. Also ich werde hier jetzt eine Pause machen. Oh. Ich könnte jetzt schon wieder aufhören mit der Aufnahme. Ich brauche die Parts. Ich brauche die Parts. Oh Mann. Ich hoffe, ihr schätzt, was ich hier durchmache. Für euer Unterhaltung gehe ich hier durch die Hölle. Durch die Nervenhölle. Ich bin hier schon wieder... Ich bin fertig mit der Welt. Also, die Kanalisation, ich denke, wir haben die sogar jetzt hinter uns. Also, es war ein feuchtes, dunkles, tödliches Vergnügen. Besser als jeder Freizeitwasserpark. Also, bis zum nächsten Mal. I love you, Nathaniel. Ihr 93 Jovo. Tschüss and goodbye.